Hallo! Smith beißt in eine knackige Karotte, während er spätabends auf einer Bank inmitten einer verlassenen Straße sitzt. Plötzlich wird seine Aufmerksamkeit auf eine schwangere blonde Frau in einem gelben Kleid gelenkt, die eilig an ihm vorbeirennt, sich ihren runden Bauch hält und vor unerträglichen Schmerzen schreit. Ein wütender Schläger fährt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit hinter der Fremden her und schreit dem flüchtenden Mädchen Drohungen zu. Der Verbrecher hält den Wagen an und folgt dem Opfer mit einer geladenen Waffe in eine dunkle Gasse. Entschlossen, die wehrlose Fremde zu retten, folgt Smith dem Gangster. Er ahnt nicht, dass er in eine lange, blutige Geschichte verwickelt wird, in die nicht nur lokale Kriminelle, sondern auch mächtige, korrupte Politiker verwickelt sind. Smith verfolgt einen bewaffneten Banditen, der gerade eine schwangere Frau überfallen will. Der Mann verhindert das Massaker, indem er dem Bastard eine angebissene Karotte in den Rachen schiebt. Doch damit ist die unerwartete Konfrontation noch nicht zu Ende. Drei bewaffnete Schläger in Lederjacken tauchen plötzlich auf, leeren ihre Magazine und versuchen, das Opfer zu erschießen. Auf Smiths Kommando hin versteckt sich die Fremde hinter der Tür, während er auf verschütteten Benzin über den Boden rutscht und die Angreifer einen nach dem anderen tötet, ebenso wie ihre Begleiter, vier weitere Gangster, die sich feige draußen verstecken. Im angrenzenden Hangar, in dem sich das Mädchen versteckt hält, ist Smith sofort gezwungen, ihr bei der Geburt zu helfen. Gleichzeitig schießt er auf die sich von allen Seiten nähernden Feinde und lässt leere Patronen auf die Frau regnen. Als sich die Lage beruhigt hat, hilft der Mann dem Neugeborenen, sich selbst zu befreien und durchtrennt mit einem präzisen Schuss die Nabelschnur. Unerwartet taucht unter den Angreifern ein geübter Schütze auf, ein Mann mit Brille und einem coolen Gewehr namens Hertz. Es gelingt ihm fast, Smith aus dem Hinterhalt zu töten, woraufhin der Mann mit dem Mädchen und dem Kind auf dem Arm eilig in einem Versteck verschwindet. Hertz verfolgt das Paar entlang einer dicken Blutspur auf dem Boden und nähert sich dem Opfer. In diesem Moment greift Smith ihn rasch von hinten an und nimmt ihm die Waffe ab. Der Held versucht, von dem Schurken zu erfahren, warum sie hinter dem Mädchen her sind. Hertz antwortet nur höhnisch und zeigt auf den Fingerabdruckscanner am Lauf seiner Waffe, der Smith daran hindert, den Abzug zu betätigen. Smith befreit sich aus der Falle, indem er Hertz einen heftigen Schlag auf den Kopf versetzt. Nachdem er sich das Mädchen geschnappt hat, macht er sich unter dem Pfeifen der Kugeln der Komplizen des Schurken auf den Weg ins Treppenhaus. Während er selbst lebend herauskommt, wird der Fremden im Kugelhagel in den Kopf geschossen. Der Mann lässt die Leiche des Mädchens zurück und nimmt nach kurzem Überlegen das neugeborene Baby mit. Auf dem Dach angekommen, gerät Smith in die Falle von herzbewaffneter Bande. Um sich und das Kind zu retten, springt er durch das Fenster eines nahegelegenen Gebäudes und entkommt so dem ständigen Beschuss seiner Verfolger. Der Mann versucht zu fliehen, doch mit einem neugeborenen Baby auf dem Arm erregt er die Aufmerksamkeit von Passanten und nach einem kurzen Blick in die Runde stellt er fest, dass er verfolgt wird. Als er erkennt, dass er unweigerlich wieder kämpfen muss, versteckt sich Smith in der Toilette eines verlassenen Bahnhofs und gerät in der Kabine in einen Hinterhalt. Ein unbekannter Stalker erwartet ihn dort und macht ihm klar, dass niemandem etwas passieren wird, wenn er das Baby einfach mitnimmt. Doch Smith weigert sich zu verhandeln und lässt sich sofort auf ein Feuergefecht ein, in dessen Folge es ihm gelingt, zu entkommen und das Neugeborene mitzunehmen, während der Unbekannte ebenfalls am Leben bleibt. Hertz ruft alle seine Bluthunde herbei, die ihm berichten, dass sich das Ziel im Stadtpark befindet. Smith begibt sich dorthin und hofft, das Baby an einem belebten Ort lassen zu können, wo es jemand bemerken würde. Er lässt das Baby auf einem Karussell zurück und entfernt sich ein Stück und sofort bemerkt eine unbekannte Frau das weinende Kind. Das Problem scheint gelöst zu sein, doch die gutherzige Passantin wird unerwartet erschossen. Smith bemerkt, dass Hertz ein Scharfschützengewehr auf das Baby gerichtet hat und sein Gewissen hält ihn erneut davon ab, das wehrlose Kind allein zu lassen. Er dreht das Karussell mit präzisen Schüssen auf die Metallkonstruktion und verhindert so, dass Hertz genau zielen kann. Und nachdem er sich das Baby geschickt geschnappt hat, entkommt er schnell seinen Verfolgern. Als Smith erkennt, dass das Kind gefüttert werden muss, geht er in ein Bordell und sucht seine Bekannte Donna Quintano auf. Nachdem er ihren Kunden kurzerhand hinausgeworfen hat, übergibt der Mann der Frau das hungrige Kind und bietet ihr $5000 dafür, dass Donna ein paar Wochen lang auf das Kind aufpasst. Die Frau, die vor kurzem ihr eigenes Kind verloren hat, lehnt das Angebot jedoch entschieden ab, weil sie den Verdacht hegt, dass Smith das Kind gestohlen haben könnte. Hertz erkennt unterdessen, dass Smith nach einer Möglichkeit suchen wird, an Muttermilch zu kommen und weiß sofort, wohin er gehen würde.
Bald taucht der Bösewicht auch in Donnas Schlafzimmer auf. Er versucht, der Prostituierten Informationen über den Flüchtigen zu entlocken und droht, sie zu töten. Die quälende Folter wird von Smith selbst unterbrochen, der Herzschritte vorhergesehen hat. Er taucht unerwartet mit einer Waffe am Kopf des Mannes auf, gerade als der Verbrecher sein gesamtes Magazin geleert hat. Smith wirft den nun unbewaffneten Herz in den Korridor. Dort versucht dieser Smith mit einer zerbrochenen Spiegelscherbe anzugreifen, aber er feuert ihm rücksichtslos eine Kugel in die Brust. Nachdem er seine Feinde ausgeschaltet hat, nimmt Smith das Baby und seine neue Mutter, die sich nun ebenfalls in Gefahr befindet, mit. Als das Trio in der Hoffnung, der Verfolgung zu entgehen, ein Auto in der Nähe stiehlt, kommt Herz wieder zu sich. Seine Schutzweste hat ihn vor dem Tod bewahrt. Er erhebt sich und befiehlt sofort, dass alle Kriminellen in der Nachbarschaft herbeigerufen werden, um das Kind zu holen und den verhassten Smith endlich loszuwerden. In der Zwischenzeit nimmt Smith Donna und das Baby mit in sein Haus, in der Hoffnung, dort Schutz zu finden. Doch während das Paar im Obergeschoss nach dem Rechten sieht, steht der gerissene Herz bereits an der Hintertür. Er hat Smith wieder einmal aufgespürt und eine Gruppe von 50 Banditen zur Unterstützung mitgebracht. Während der Schurke in aller Stille das Schloss knackt, wechselt Smith, der sich mit seiner Freundin versöhnen will, die Windel des Babys und bietet ihm an, es Oliver zu nennen. Nachdem er Donna das Baby übergeben hat, schaltet er den Fernseher ein, um zu sehen, ob es Nachrichten über den Schlamassel gibt, in dem sie sich befinden. Die Nachrichtensender wechseln sich mit einem Sender für harte Musik ab und Smith bemerkt, dass Oliver sofort aufhört zu weinen und sich beruhigt, sobald er die Musik hört. Die Gangster haben bereits alle Eingänge des Hauses gesichert und die Anweisung von Herz erhalten, niemandem am Leben zu lassen. Nachdem sie sich unbemerkt in den zweiten Stock geschlichen haben, eröffnen die Söldner das Feuer und nur Smiths schnelle Reaktion rettet ihn, Donna und Oliver vor dem Tod. Während die Frau mit dem Aufzug flieht, feuert Smith mit Oliver im Arm auf die anrückenden Feinde zurück. Nachdem er die Bande in der oberen Etage ausgeschaltet hat, rennt er zum Ausgang. Durch die Treppenhäuser steigt der Mann an einer Rettungsleine hinab und erschießt dabei die Schläger, unter denen er unverhofft den noch lebenden Herz entdeckt, den er wieder einmal nicht töten kann. Herz lässt einen Hund auf Smiths Spur los, doch der Mann kann entkommen, indem er den Hund mit einem Lockvogel ablenkt. Nachdem er die Verfolgungsjagd hinter sich gebracht hat, nimmt der Mann Donna mit in den einzigen Heavy-Metal-Club der Stadt. Er glaubt, dass dies der Ort ist, an dem Olivers Mutter gelebt hat. That's why he doesn't cry when he's listening to some headbangers bash. Smiths Vermutung erweist sich als richtig. Am Eingang finden die beiden einen Stapel von Windelkartons. Nachdem sie den Besitzer des Hauses zur Rede gestellt haben, finden die Partner heraus, dass er den zweiten Stock vermietet. In dem verschlossenen Raum finden sie mehrere Leichen und ein Bild von drei Frauen, von denen eine Olivers Mutter ist. Nachdem sie alle Räume durchsucht haben, stößt Smith auf die Putzfrau, die ihrem Chef am Telefon berichtet, was passiert ist. Aus dem Gespräch erfährt Smith auch, dass hier eine geheime Organisation mit einer Geburtenfabrik tätig war. Um ein Aufeinandertreffen mit der Reinigungskraft zu vermeiden, suchen Smith und Donna weiter das Gelände ab und finden ein zerstörtes Labor. Anhand der dort zurückgelassenen organischen Materie erkennt Smith, dass die Babys speziell als Spender für eine Knochenmarkstransplantation an einen unbekannten Empfänger aufgezogen wurden. Doch nun gibt es einen Mann, der diese Pläne verhindern will, und eine Bande skrupelloser Verbrecher will Oliver töten. Sobald sie das Labor verlassen haben, begeben sich Smith und Donna in ein Hotel. Sie wollen warten, bis die Nachrichten darüber berichten, was vor sich geht, und dank der Medienberichterstattung werden sie endlich in Sicherheit sein. Doch das Paar wird erneut von Söldnern angegriffen, und nachdem sie alle Verfolger ausgeschaltet haben, beschließen Smith und Donna, ihre Unterkunft zu verlassen. Der Mann bemerkt, dass die Angreifer mit einem neuen Modell von Hammerson-Pistolen bewaffnet sind, die erst in 6 Monaten auf den Markt kommen. Dieser Hinweis verrät, wohin er als nächstes gehen muss. Smith plant, allein in das Versteck des Feindes vorzudringen und Donna und den kleinen Oliver in Sicherheit zu bringen. Er versteckt sie in einem M24-Panzer, der als Denkmal im Stadtmuseum steht. Er selbst begibt sich zur Waffenfabrik von Hammerson und schafft es, sich unbemerkt auf das Gelände zu schleichen. Hinter Kisten voller nagelneuer Waffen versteckt, belauscht der Held ein Gespräch zwischen Hammerson und Herz, in dem sie ihren Verdacht über seine Identität äußern. Es stellt sich heraus, dass der gerissene Herz schon lange damit begonnen hat, Informationen über Smith zu sammeln, die er sofort an seinen Partner weitergibt, während er seinen geliebten Hund Duchess füttert. Hammerson ist skeptisch gegenüber den Informationen über das Kind eines zugewanderten Büchsenmachers, das von den Spezialkräften rekrutiert wurde. All you got is a man with no name,
riding into town on a pale horse, dispensing his own brand of justice. Während die Komplizen in aller Ruhe besprechen, wie sie sowohl das Baby als auch Smith spurlos begraben sollen, installiert der Mann in aller Ruhe Sprengfallen aus ihrem eigenen Lager rund um den Hangar. Nachdem er seine Vorbereitungen abgeschlossen hat, zeigt er sich seinen Feinden und provoziert ein Feuergefecht. Der selbstgefällige Herz, der von einer bewaffneten Horde umringt ist, beginnt zu verhandeln und bietet einen Deal an. Er will sein Leben im Austausch für das Kind verschonen. Aber Smith bleibt sich treu und lehnt jedes Gespräch ab. Daraufhin versucht Herz, den Mann psychologisch unter Druck zu setzen und erzählt ihm fröhlich, dass er weiß, wie seine Frau und sein Sohn ermordet wurden. Dies hat jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Smith sammelt seinen ganzen Hass und beginnt den Kampf. Mit Hilfe der von ihm vorbereiteten Fallen schaltet er alle bewaffneten Wachen im improvisierten Kontrollraum aus und verfolgt die Bewegungen seiner Feinde mit Hilfe der Kameras. Er lässt Herz und Hammerson jedoch am Leben und flieht aus dem Hangar, wobei er sich mit einem Maschinengewehrsalvenfeuer schützt. Smith kehrt zu Donna zurück und sagt ihr, dass Hammerson versucht, das Baby zu töten. Aber die Partner sind sich immer noch nicht sicher, wer der Kunde ist, der die Knochenmarktransplantation von dem Baby braucht. Plötzlich sieht Smith ein Bild von Senator Rutledge auf der Titelseite der Zeitung, die sie anstelle einer Windel benutzt haben, und erkennt, dass dies der Mann ist, den sie suchen. If he's elected president, he'll put Hammerson out of business. Smith erkennt, dass Donna und Oliver in großer Gefahr sind, denn nicht nur der Waffenhändler ist hinter ihnen her, sondern auch die Regierung. Der Mann schlägt vor, dass Donna mit dem Kind in einem Bus mit Hippies die Stadt verlässt, da Flughäfen und Bahnhöfe wahrscheinlich bereits überwacht werden. Smith gibt ehrlich zu, dass er möglicherweise keine Zeit hat, sich mit seinen Gegnern auseinanderzusetzen, bevor sie abfährt, und dass es für ihn am besten ist, nicht zu wissen, an welcher Haltestelle Donna aussteigen wird, damit er diese Information im Falle einer Folter nicht weitergeben kann. Das Paar macht sich auf den Weg zu einer Bushaltestelle, doch sofort stellt sich heraus, dass eine Gruppe bewaffneter Banditen in einem gepanzerten Lastwagen ihnen bereits auf den Fersen ist. Smith zwingt Donna zur Flucht, schnappt sich den kleinen Oliver und stürzt sich von einer Brücke in das darunter geparkte Auto. Er versteckt Oliver unter dem Vordersitz und versucht so, der Verfolgung zu entgehen. Die Söldner schießen auf sein Auto und reißen ihm die Waffe aus der Hand. Beim Versuch, seine Waffe wiederzuerlangen, verliert Smith kurzzeitig die Kontrolle über die Situation und kann einem kräftigen Schlag von der Seite nicht ausweichen. Sein Auto überschlägt sich und Oliver bleibt auf der Straße liegen, durch die ein großer Lieferwagen rast. Während Smith damit beschäftigt ist, sich mit den skrupellosen Killern auseinanderzusetzen, taucht Herz am Horizont auf, um zu beenden, was seine Komplizen begonnen haben, und überfährt das mitten auf der Straße liegende Baby. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich nur um eine Puppe handelt. Zu diesem Zeitpunkt holt Donna den echten Oliver aus der Unterkunft und geht mit ihm zum Bahnhof. Seinem Plan folgend kontaktiert Smith den Sicherheitsdienst des Senators und bittet, indem er Informationen über das Kind vortäuscht, um einen Termin. Es stellt sich heraus, dass Rutledge selbst seinen Anruf erwartet hat, und ein paar Stunden später befindet sich der Mann in seinem Privatflugzeug auf dem Weg nach North Carolina. Das kränkliche Aussehen des Senators bestätigt Smiths Verdacht. Rutledge lobt Smiths Professionalität, als dieser plötzlich die Haare von Herz Hund auf seiner Hose bemerkt und sofort erkennt, dass er in der Falle sitzt. Die ehemaligen Feinde haben eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung getroffen. Hammerson wird weiterhin Waffen verkaufen und ihnen helfen, das Kind zu finden. Rutledge wird geheilt und kann Präsident werden. Smith nimmt Rutledge sofort als Geisel, während Herz und Hammerson hinter ihm auftauchen. Eine Pistole an der Kehle des korrupten Senators kühlt ihren Eifer jedoch ab, und der Mann bringt die Geisel in den Vorraum, von wo er mit ihr durch eine Luke in den Frachtraum hinabsteigt. Dort fesselt er Rutledge an die Luke, richtet ihn mit einem Kopfschuss hin und springt mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug. Nach der Landung begibt sich Smith zu einem nahegelegenen Hangar und wird ohnmächtig. Er kommt mit Herz Waffe am Kopf wieder zu sich, während Donna und Oliver an der Bushaltestelle auftauchen, um die Stadt für immer zu verlassen. Herz foltert den Gefangenen brutal, um Informationen über den Verbleib der Frau und des Kindes zu erhalten. Nachdem er Smith die Finger gebrochen hat, will der Schurke ihm ein Auge ausstechen und hält ihm ein scharfes Skalpell ins Gesicht. Dies wird ihm zum Verhängnis. Smith stürzt sich in einen Angriff und tötet, nachdem er Herz ausgeschaltet hat, seine Komplizen und Hammerson. Anschließend schickt er Herz auf originelle Weise ins Jenseits und verlässt mit dessen Hund fluchtartig das Haus. Nachdem er sich die Hände verbunden hat und keine Ahnung hat, wo er Donna suchen soll,
macht sich Smith auf den Weg zur gleichen Bushaltestelle. Sein Bauchgefühl sagt ihm, wo er während der Fahrt aussteigen muss, und in einem Straßencafé findet er seine Freundin zusammen mit Oliver. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Beschreibung. Lasst uns in den Kommentaren wissen. Habt ihr erraten, dass es im Flugzeug vom Senator eine Falle geben wird? Und vergesst nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächste fantastische Geschichte nicht verpasst. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! We got a great looking audience tonight. Der Sweet Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.